Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim Start der zweiten Saison beim Vereinsmanager 24. Ja, und nachdem wir die Preseason-Folge hinter uns gebracht haben, die nicht erfolgreich war leider, wir konnten eigentlich gar nichts upgraden bis jetzt zum ersten Rennen und sind immer noch in 6 Millionen Schulden. Ich bin mal gespannt, was überhaupt der Vorstand dazu sagt, würde ich mir mal gerne noch angucken. Ach, will man das eigentlich so gern wissen? Oh, ist immer noch Mittel. Wow, dafür, dass wir so viele Schulden haben jetzt. Sind wir echt gut. Rennleistung glücklich. Ja, auch das könnte sich ändern für den Anfang der Saison. Ziele glücklich, ja, weil wir das Ziel geschafft haben für die letzte Saison. Das kann sich aber jetzt auch ändern, wenn Platz 18 wir holen. Weiß nicht, wir sind gefühlt überall das schlechteste Team jetzt. Gut, ob die Anzeige stimmt, weiß man auch nicht. Im FNs Manager 22 weiß ich, da hat die echt rumgesponnen. Aber ja gut, ist halt ein anderes Spiel. Da kann die Anzeige so noch richtig liegen vielleicht. Aber ich hoffe dann lieber doch eher nicht. Okay, wir machen Rennziele. Ja, da will ich lieber erstmal alles mitnehmen, was mitzunehmen geht. Und da würde ich sagen, boah, wir würden da schon ganz schön, oh, da würden wir aber richtig viel Kohle bekommen, ne? Ja, aber ich mach. Ja, doch lieber nur 21. bei Giovinazzi, bei Pochettino dann zumindest 20. Mit ein bisschen was davon mitbringen. Man könnte hier richtig viel bekommen mittlerweile, das wird immer mehr gefühlt. Das ist immerhin eine coole Sache. So, unser neuer Renner auch mit den neuen Farben, mit dem neuen Design. Also das sieht schon mal cool aus, wie ich finde. Und daran könnte man sich sogar gewöhnen. Das könnte man sogar vielleicht wirklich für sogar mehrere Saisons benutzen. Gut, machen wir wahrscheinlich wieder nicht, was das My Team sein soll. Da muss man halt schon an sich in jeder Saison was anderes fahren, aber ja, erstmal auch gucken, ob es eine nächste Saison geben wird natürlich. Ich meine, das steht immer noch im Raum. Wenn es halt wirklich jetzt irgendwie mit dem Geld nie besser wird mehr oder irgendwie so, wenn wir halt jetzt wirklich in so einer Zeitschleife oder in so einem Loch sind, dass wir dann nie wieder rauskommen mit den Schulden zum Beispiel. Dass man halt dann einfach nochmal neu startet oder auch einfach mit einem richtigen Team einfach mal eine macht. Durchaus. Oh, irgendwann sind die beiden zusammen. 56.000, ja. Mal sehen, wofür das reicht. Also ich tippe mal, dass wir zumindest in diesem ersten Run auf jeden Fall nicht in Q2 schon mal drin sind. So, der zweite Run, immerhin schon mal einen haben wir hinter uns. Ein Alpine mit Drugovic. Weil die ganze Fahrer wechseln. Es ist Tuol und Gasly bei Sauber. Oder auch halt, keine Ahnung. No ist bei Williams. Hauge bei Ferrari. Also das ist ja mal völlig crazy, Fahrerwechsel. Bottas, Aston Martin, Alonso, Mercedes. Hilfe! Da erstmal klar zu kommen. Giovinazzi verbessert sich nicht. Unser guter Pochettino, aber immerhin ja. Der verbessert sich, so wie das aussieht. Und zwar vor Van Dorn im zweiten Alpine immerhin. Also zumindest die Alpinen scheinen wir wohl schlagen zu können. So, der letzte Run. Unsere Jungs, Pochettino bekommt aber gleich Besuch von, ja, Verkehr, oder nicht vom Verkehr, aber von Schnelleren, die ja hinter ihm jetzt sind. Weil unser Auto einfach zu langsam ist für die. Tja, aber er verbessert sich schon mal im ersten Sektor zumindest. Und einschlagen wir sogar einen Alpin. Mindestens mal. Ich habe immer noch Hoffnung, dass wir zumindest noch den anderen immer schlagen können. In Form von Drugovic. Nein, Russell, mach es nicht. Mach es nicht, Mann. Mach es nicht, du Vollidiot. Oh, ich hasse dich, Alter. Ja, ich glaube, das war's mit Platz. Ja, das war's. Danke, was ich für nichts. Danke, aber trotzdem. Wir können mitschwimmen, aber immerhin. Komm. Ich meine, es war nicht unbedingt abzusehen, dass wir wirklich jetzt hier überhaupt irgendeinen schlagen. Also das ist schon in diesem Fall eine coole Sache. Wir schlagen einen. In Form von Drugovic, der halt neu in der Formel 1 ist im Alpin jetzt. Ja, die Saubers, boah, die sind aber dann schon auch weit weg. An sich. Gasly und Tuol. Krass. Na ja, gut. Zumindest können wir aber immerhin, also zumindest sind wir wohl nicht ganz so abgeschlagen letzte, so wie Haas 2021. Wir können immerhin irgendwen schlagen, so wie es aussieht. Ich meine, ich mag behaupten, wenn jetzt nicht der dumme Wasser gekommen wäre, hätten wir sogar auch noch ihr Van Dorn schlagen können. Mag ich mal behaupten.
Setups sehen zumindest gut aus. Softs auf Medium, ja, lassen wir es mal so mit der Strategie. Nee, Benzin hatten wir doch uns geeinigt, da ein bisschen weniger, obwohl. Ja, machen wir mal 2 Runden weniger, dann zack, das alles, das ganze Zeug. Pushen erstmal nicht. Nee, und das auch nicht. Oh, ich habe das mit alles vergessen, wie wir es gemacht haben in der Vorsaison. Und das lief nur das und dann, ja, auf geht's ins erste Rennwochenende. Ich bin gespannt, was gehen kann. Hoffnungen natürlich um sehr viel mache ich mir nicht, aber vielleicht können wir, wie gesagt, zumindest mit den Alpines kämpfen und vielleicht sogar die beiden schlagen. Los geht's. Schön, dass Sie mit dabei sind, werden wir. Jetzt geht's los mit dem großen Preis von Bahrain. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, los geht's. Mit dem entweder Albtraum oder mit dem. Ja, mit dem etwas guten Rennen. Also wird es ja ganz langsam schon. Ich meine, oh! Und da hat schon gekracht. Und wie es gekracht hat. Ach du Heilige, da hat es ja richtig gekracht. Alle so viel Zeichen. Hilfe! Wow, Boucher ist alt und Boucher, was macht denn der? Was war denn da jetzt los? Welche Vollidioten sind jetzt miteinander gequäfft? Wow. Wow. Und dafür bleibt das alles stehen, okay. Das hat Pusher voll jetzt weggetan hier. Pusher ist voll letzter. Oh, weil da irgendjemand jetzt irgendeinen Schaden hat. Ein Aston Martin. Trugewitsch oder wer? Nee, Trugewitsch ist der Alpin. Wer ist denn da? Mann, ja, überhol Erfolge, lass das mal sein. Ich will mal wissen, wer hier was hat. Magnussen, nach Magnussen messt Martin, alles klar. Album mit der Strafe, ja, verdient, würde ich sagen. Der hat diesen Scheiß ja ausgelöst. Mann, 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 ey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, das ist natürlich nicht so toll für jetzt Pusher. Aber schon mal, aber jetzt kommt erstmal vorbei an dem guten Albon, der die Strafe halt hat. Und Schubin hat sich aber im Vormarsch. Der überholt ja gerade Gasly. Nicht schlecht. Was haben die alle für Reifen eigentlich? Also gut, Gasly mit Mediums. Aber die meisten mit Softs an sich. Und auch Boucher ist hier weg von. Okay. Und der Reifenfleisch gefällt mir eigentlich auch ganz gut sogar. Dass wir mal ein bisschen mehr pushen gerade. Ja, Benzin lassen wir mal. Das ist schon ganz gut gerade so. Die haben einen guten Grad. Und er ist weg, Alter, der Pusher. Und Magnus sogar raus. Lol. Da scheint das wohl mehr Schaden davon genommen zu haben, offensichtlich. Ja, und Trubert, ey, wir haben echt eine gute Pace gerade. Der ist schon dran an Trugewitsch, Pusher wieder. Und auch an Gasly. Trubert ist weg von Gasly. Gut, der gut, hat auch so ein Zeichen. Es kann sein, dass die von der Kollision auch Schaden davon getragen haben. Aber sieht gut aus, der Pusher. Der ist schon vorbei an Trugewitsch. Und jetzt ist gleich vorbei an. An Gasly. Ja, hat nicht das DS-Glöbe bekommen. Ah, shit, das war jetzt nicht so gut, um einen Moment zu holen. Aber jetzt hat er glaube das DS vielleicht. Ja, jetzt hat das DS und schießt vorbei an Gasly. Wisst ihr was? Lass nehmen mal kurz Comet pushen, ich komme da weg von Gasly. Das ist ja ein super Auftakt, 17 und 18. Mit so einem Chaos-Start, könnte man ja sagen. Und da ist er schon weg. Da ist er schon weg, über eine Sekunde. Nicht schlecht. Super Auftakt. Super Auftakt. Mit einem Auftakt, mit dem man nicht rechnen muss, glaube ich. Oh, und da geht's schon jetzt ein bisschen weiter. Ein Fehler von Tsunoda. Der hat sich hier verbremst, oder was? Ja. Oh, der BHs, der macht so komische Sachen offensichtlich. Hilfe. Ja, guck mal, ein bisschen weiter vor, würde ich sagen. Aber gute Pace. Auch von Giovinazzi, der ist ja gerade ein bisschen besser als Pusher tatsächlich. Damit ist ja nicht so unbedingt zu rechnen. Ja. Trugovic ist dran an Pusher. Der wirklich gerade aktuell ein bisschen schlechter als Giovinazzi ist tatsächlich. Krass. Ist man nicht unbedingt gewöhnt. Aber gut, das kann er ja gut. Er hat Pech gehabt mit dem Start natürlich. Ne? Da hat er schon ganz viel verloren gehabt.
Vielleicht gab es da ohne Berührung dann, dass er ein bisschen was Faden davon getragen hat, keine Ahnung. Aber zumindest kann er sich hier mit Trugovic ein schönes Duell liefern. Und ich glaube, Gasly hat übrigens wirklich Schaden. Und Albon, was ja der Ohr, also die haben alle Schaden irgendwie davon getragen, offensichtlich. Das ist ja keine normale Pace, würde ich sagen. Ich meine, Stroll ist 13. Grad. Also auf jeden Fall hat er irgendwie Gasly auf jeden Fall Schaden, hat er auch so ein Zeichen halt. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Also im Auto nicht mehr korrekt jetzt. Genau wie bei Albon. Warum er da nicht einfach aufhört bei Albon. Ich glaube, für alle Seiten das Sinnvollste. Für Albon, der dann nicht mehr gequält wird. Und fürs Team die Komponenten schonen unter anderem. Also, ich glaube, eine bessere Idee, die man da an seiner Stelle machen könnte. So, wenn man sieht, ob Porsche jetzt mithalten kann mit Drugovic weiterhin. Oder ob der sich sogar absetzen kann. Sieht sogar eher nach wirklich Zweitem aus. Ah, wohl. Ah, zumindest er wieder dran jetzt schon. Okay. Okay, Zeitfenster für den Stopp ist jetzt offen. Dann würde ich sagen, lassen wir mal Porsche den Anfang machen mit. Wir hätten sogar noch einen frischen Satz Softs, den wir verballern könnten. Ja, auf harte Reifen machen wir jetzt aber erstmal. Aber auf Mies. Wir sollen ja zweimal Softs auch sein, ne? Ja, dann machen wir zumindest mal Mediums. Ja, doch, macht schon Sinn. Macht schon Sinn, bei Porsche erstmal auf die Mediums jetzt zu gehen, 40. Oder der erste Stopp der Karriere? Wie wird er? Jungs, hoffentlich ganz akzeptabel. Und bitte kein Desaster-Stop von direkt, ja? Ich habe in dieser Pause auch ein bisschen was Boxenstop-Training wieder gegeben. Also bitte, möge es klappen. Ja, gut, 2,9 ist auch nicht berauschend. Aber geht schlechter auf jeden Fall. Haben wir schon oftmals schlechter auch erlebt. Und schon jetzt holen wir gleich in diese Runde rein. Auf die ebenfalls Mediums halt. Und dann, ja. Der wirklich bisher einen guten Job macht. Scheint gut aus der Winterpause gekommen zu sein, offensichtlich. Aber gut, man noch nicht zu früh freuen. Das kann sich natürlich auch ändern. Und wir können vor allem mitschwimmen. Das ist immerhin die eine Sache. Ich meine, ich habe schon Angst gehabt, dass wir jetzt so abgeschlagen sind. Aber nee. Oh, 2,5. Das ist sehr schnell. Wie viel hat das denn aufgeholt? Vielleicht sogar auf Schmerz? Kann man jetzt mal gucken. Ja. Ist was, würde ich sagen. Ja, ist schon so. Gut, eine Sekunde hat er drüber aufgeholt, wirklich. Bei dieser einen Runde eher, die da drin war. Ja, tun wir jetzt hier mal hier auf Standard machen. Erstmal die Mediums sollen jetzt schon einiges halten. Boah, und das läuft wirklich super an sich. Schumerzi 17. Jetzt sogar 16., weil Tsunoda in der Box ist. Und auch da kommt Puffer nochmal vorbei. Ist dran an Van Dorn am zweiten Alpin. Bekämpft sich dafür mit ihm. Ich sollte aber trotzdem mal langsam anfangen, trotzdem mal zu sparen, damit es hier wieder in den grünen Bereich geht. Aber ich glaube, wenn man überrundet ist allgemein, muss man ja nicht mehr ganz darauf achten, dass das hier auf Plus ist, ne? Keine Ahnung, wir werden es jetzt schon sehen. Aber auf jeden Fall ist ein super Pace vorbei in Trugewisch wieder, der jetzt in der Box war. Hatte ich da auch einen guten Puffer rausfahren können, unter anderem. Also, ja. Also, ich habe mir den Anfang, muss ich sagen, wirklich schlimmer vorgestellt. Irgendwie. Hab da ein bisschen mit mehr Befürchten gehabt, dass hier eine ganze Katastrophe wird. Übrigens, Hauger sehe ich hier gerade auf 4 bei seinem Ferrari-Debüt besser als Leclerc. Wow, das ist nicht schlecht. So, von Tumiazi, was macht der hier so Feines? Na gut, aber die sind eng beisammen. Ne? Also, ich meine, Puffer, der ist ja nicht so, dass der meilenweit hinter Tumiazi halt wäre. Das wäre ein bisschen ungewöhnlich für sich, aber Tumiazi ist besser. Also zumindest mal im Rennen jetzt. Im Qualifying war wieder mal Puscher besser. Aber im Rennen hat er doch mal Tumiazi eine seltene Oberhand. Also kennt man nicht so oft. Aber gut, wir haben sie noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Wer weiß, vielleicht findet Puscher noch ein bisschen Pace und kann dann somit. Oh, gelb. Oh, Unfall mit mehreren Autos. Ein Safety-Gewehr, ja, ein Safety-Gewehr halt auch schon so ein Ding. Da wäre auch schon direkt dran wieder ein Tumiazi. Es gab einen Crash. Es gab einen Crash. Und was für einen? Oh, mit den beiden Ferraris. Oder mit dem Red Bull. Also, nee, ach. Das ist so lächerlich, dass ich sowas als Crash bezeichne, wirklich. Wo war das bitte für ein Crash? Das war eine Berührung, Jungs. Jetzt Pocher und Tsunoda. Ah, ja. Aber das Ziel wäre sowieso erreicht aktuell. Na, schade, hätte ich doch Platz 18 angeben können mit beiden. Ah, ärgerlich, Mann. Ja, gut, kann man nicht wissen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das Auto steht. Na?
So wie das aussieht, ist es gar nicht mal so verkehrt. Also wir können mitschwimmen, meine ich damit, ne? Wir können irgendwie mitschwimmen. Ist er noch am DS-Fenster gewesen? Ich hoffe ja mal. Ja, ist er noch. Sehr gut. Ja, also super Pace, aber trotzdem von beiden schon wieder gelb ist irgendwie. Und Hauger in der Box, Wir und haben nicht hier eine gelbe an das Flagge. Tor dreht sich bloß. Ach ja, wir sind vor das Tor. Mit Pocher, deutlich jetzt. Okay, auch gut. Oh, Alter, das ärgert mich voll, dass wir nicht Platz 18 genommen haben beim Machen. Weil eigentlich, damit hätten wir jetzt über 1 Million dann bekommen können, allein dafür. Da wären wir schon über 1 Million wieder besser. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Naja, gut, da kann man ja nicht wissen. Kann man ja nicht wissen. Und auch ein bisschen Glück dazu, das hat sich so ein Tor sich jetzt dreht halt. Benzin haben wir jetzt wieder ein bisschen besser fast rausbekommen. Ich glaube, wir müssen noch gar nicht viel mehr machen. Weil wir werden ja eh nicht alle Runden haben, weil wir überrundet werden. Also mit können wir das so belassen, denke ich. Reifen. Ja, 10 Runden können wir noch fahren. Denke ich mal, oder? Ja, 10 Runden ungefähr und dann holen wir was rein. Dann können die jetzt mal ein bisschen mehr pushen. Wieder, würde ich sagen. Das passt schon. Ja, und dann müssen wir gucken. Können wir sogar wirklich so ein Tor halten? Ich glaube schon, dass wir Alpine auch sauber schlagen können. Eventuell. Gasly sowieso, aber der hat ja eh Schaden, der Gasly. Und der Tor müssen wir halt gucken. Und Schwerzi und Pocher auch immer noch von 3 Sekunden auseinander entfernt. Das ist auch krass. Und der nächste Unfall, der da wohl passiert ist. Oh, Hauger, nein! Ja, Unfall, klar. Verarschen kann ich mich selber wirklich. Das ist so dämlich. Sowas als Unfall zu bezeichnen, also ich glaub's ja wohl. Ja, so. Ja, ist von das Zeitfenster sogar offen. Und sogar eher müssen wir da wo rein, schätze ich mal. Oh, ein Pocher übrigens. Oh! Der kommt jetzt mal näher ran an Schuberze. Ja, so schnell kann es gehen. Auf einmal kommen die sich doch noch ganz schön nah, offensichtlich. Und wir können wirklich Tor offensichtlich gut halten. Das ist so eine coole Sache. So wie das aussieht. Dann kommen wir in die Box. Jetzt wir machen noch ein paar Runden, aber würde ich sagen, oder? Wir werden sogar Tsunoda haben noch mal. Oh, Pocher sogar von Bayern zu hat sie, lol. Und schon über eine Sekunde ist weg. Krass. Aber wir holen die dann jetzt in der nächsten Runde rein, würde ich sagen. Für die Softs eben wie angekündigt. Erst Pocher, dann Giovinazzi, weil der jetzt auch vorne ist vor allem. Gut, wir haben Pocher vorhin als erstes reingeholt, aber nur weil sein Reifen vielleicht schlimmer war. An sich ist das ja immer noch. Ja, an sich hat er sowieso auch wieder schlechteren. Können wir Pocher, Giovinazzi noch ein bisschen mehr pushen lassen dafür. Würde ich sagen. Das ist, denke ich, ein guter Kompromiss. Okay, aber jetzt mal für Pocher geht's in die Box. Ja, cool, wenn das Stop auch nochmal klappen würde. Wenn es geht. Ja, 2,8, gut, keine Master-Stops, die da bei Pocher gelungen sind, aber immerhin überhaupt irgendwelche guten Stops. Auch da ist noch ein Softer raus, einen Soften rauspacken. Und dann, ah, da kommen hier die falsche Überrundung. Ah, dieser Scheiß, der bleibt uns unerspart erneut. Gut, was? Hab ich ihn gerade reingeholt? Ja, gut. Ja, hab ich. Bestätigen, meinen die nochmal. Aber er hat jetzt richtig Soft. Sollte er damit nicht sogar trotzdem schneller sein? Ich weiß ja nicht. Ah, ich denke mal eher nicht. Oh nein, Giovinazzi! Was tut er denn? Mann! Ah, Pocher wieder völlig gedingsbumst. Und Giovinazzi hat sich jetzt auch keinen Gefallen getan mit diesem Fehler. In der Box gab es eine Verzögerung. Ah, jetzt kommt der Verkehr wieder, der Überrundung. Verkehr auch nie. Und dann werden die zu langsam. Oh, Alter, ich hasse diesen Red Bull. Mann, ich will unbedingt von dieser Sorte dazugehören. 10 Sekunden hat auf einmal Giovinazzi Rückstand. Hilfe, was hat denn der Verbremser gekostet, Junge? Und Pocher hatte sogar noch das DS gegen den Ferrari. Oh, ganz clever.
Aber überhol den doch nicht, überhol den doch nicht. Dann wirst du nur wieder dumm langsam, wenn du nicht schneller bist. Ach Mann, jetzt wird er wieder vorbeilassen. Oder? Geh aber nicht vom Gaspusher. Bitte. Ah, tut aber. Oh ne, der fährt zum Glück eh in die Box. Okay, Gott sei Dank. Ist toll. Ja, den wird Pusher deutlich haben. Und sogar Giovinazzi fast noch. Ja, aber es hat ihm halt das alles gekostet, so dieser Bremser. Mann, ärgerlich. Boah, und Pusher vorbei an Van Dorn. Wo kommt denn das jetzt Wir her? können uns das jetzt mal anschauen. Wir beobachten das Geschehen hier ganz Boah, krass, wie genau. ist denn der da rangekommen auf einmal? Stark. Nicht schlecht, Theo, nicht schlecht. War wirklich super Wochenende von ihm, ne? Muss man wieder mal sagen, ganz klar. Schon wieder 15. Wie ist denn der 15. Gut, da haben wir noch Stroll, der ist ganz schön nah rangekommen ist. Das ist klar. Ja, Benzin, ist egal, ob das im Minusbereich ist. Wir sind eh überrundet. Das heißt, wir fahren eh nicht alle Runden. Oder gilt das für das, wie man eh fährt? Das wäre dann ein Problem. Ah, das wäre wirklich ein Problem. Aber hoffe es einfach mal nicht, dass das so ist. Ist das Troll. Ah, das Troll ist schnell. Das Troll ist leider schnell. Oh, wir haben sogar noch das gegen irgendwen. Gegen den McLaren. Das ist auch gut. Das hilft deutlich. Vor 3 Runden können wir den jetzt aber auch voll pushen lassen. Können wir den. Oh, du wurdest sogar den McLaren. Lol. Ja, aber jetzt wird er bestimmt niemals schneller sein, oder? Gehe ich nicht davon aus, tatsächlich. Oh, aber es hilft zumindest trotzdem ganz ordentlich. Oh, da ist er wirklich schneller, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Finale Runde. Giovinazzi kämpft dann noch mit Rugovic, der am Ende weit weg von Pusher wieder ist auf einmal. Ja, crazy. Ist das schon die letzte Runde? Wo wir auch jetzt sind? Mit dem McLaren? Oder ist der führende. Ah, ich glaube. Ah, nee, es wird schon die letzte Runde sein. Wir werden wohl, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das mit Giovinazzi so clever war, so viel zu pushen. Da habe ich mich nicht drauf geachtet. Aber Pusher schafft's, auf Platz 15 ins Rennen, ins Ziel zu kommen. Richtig genial. Und Giovinazzi hat sie am Ende, ja, gut, also unglaublich, wie das nochmal in die Hose für ihn gegangen ist dann. Das ist schon echt krass. Aber er schafft das Ziel zumindest. Mit Pusher hätten wir aber halt mal wieder Platz 18 angeben können. Aber ich war mir halt nicht sicher, Mann. Die Performance sah halt so scheiße aus. Da dachte ich mir, boah, will man das lieber nicht riskieren und lieber das Geld mitnehmen, ne? Fürs nächste Mal können wir es vielleicht wieder riskieren. Schwer einzuschätzendes Rennen, nicht Ah, zuletzt ich dachte, er dort redet ein. von unserem Fahrer. Vor allem merke ich gerade, das ist wieder ein 15. Platz. Das war doch schon wie beim Auftakt ebenfalls so. In der letzten Saison. Das ist krass, wie wir das wiederholen konnten sogar. Wow. Dabei, dass ich fast schon denke, dass das Auto sogar schlechter an sich ist. 5 Plätze gewonnen, stark. Sogar Giovinazzi hat 2 am Ende gewonnen. Aber wegen einem Ausfall und weil Albon, ja, halt diesen Crash hatte. Das war unglaublich, der war über ein halbes Rennen lang vor Pusher und hatte eine richtig saugute Pace. Dann kam der Verbremser und plötzlich ist alles nach hinten losgegangen. Ja, krass. Das ist sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ja, hier ist eh interessant. Hier beginnen wir zumindest wieder mal auf Platz 9 vor Sauber und Alpine. Wie man es auch aus der Vorsaison kennt. Aber, oh. Auf wen sind Haas und Punkte? Aston noch gar keiner, aber. Das ist auch krass. Haben wir hierfür irgendwie was Gutes bekommen? Nein. Weil die Stops alle viel zu schnell waren. Okay. So, wie viel Kohle bekommen wir dann aber zumindest? Ja, über 700.000. Ist trotzdem mehr, als man es in der Vorsaison drüber hatte, ne? Das ist immerhin mehr geworden. Naja, gut, immerhin. Immerhin. Jemand das Geld. Oh! Okay. Geht's nur mir so oder geht das jetzt in dieser zweiten Saison schneller, dass man wieder aus dem Minus rauskommt? Ich meine, wir waren ja bei 6 Millionen Schulden. Haben jetzt über 5 Millionen irgendwie bekommen. Obwohl wir ja nur fürs Preisgeld 700.000 hatten. Wir hatten. Ah, okay, 2. März. Da haben wir wohl wieder unser Einkommen bekommen. Aber 4 Millionen haben wir da bekommen? Ja, müssen wir ja. Oder über 4 Millionen sogar. Aber haben wir dafür nicht eigentlich immer 1 Million nur bekommen, weil 3 Millionen Euro wieder für Kosten davon gegangen sind? Keine Ahnung. Ist mir egal, ich hoffe, jeder Mann ist sowieso nicht in diesem Spiel. Also was das Geld zumindest angeht.
Das ist sowieso irgendwie ganz komisch gemacht mit dem Geld. Hey, nach dem ersten Wochenende noch nicht mit irgendeinem Risiko. Hey, ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Ich habe schon gedacht, alles wieder auf hohes Risiko. So wie das Spiel tickt, kann ich mir das gut vorstellen, dass das so ist. Mit diesem Geld ist es ja ganz schön betrügerisch. Aber starkes Wochenende, Mann. Also das war echt richtig geil. Habe ich nicht damit gerechnet, tatsächlich, dass das passiert. Wirklich, Wahnsinn. Wahnsinnsleistung von Theo aber wieder auch. Ne? Das war so schwer eigentlich für ihn. Ging so schwer los für ihn. Hatte erstmal gar keine Chance gegen Giovinazzi so richtig. Wurde da aufgehalten am Start direkt. Und dann noch irgendwie 15. auch zu werden mit der Super Pace, kein Fehler. Also ja. Ich bleibe dabei. Porcher ist ein richtig geiler Fahrer in diesem Spiel. Also wenn das Auto schon vielleicht nicht unbedingt gut ist, dann liefert er zumindest trotzdem gut ab. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal und ciao.